Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen. Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Es ist Sonntagmorgen, der 16. April, und ich begrüße alle Hörer hier zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Mir heute nicht aus dem Libanon, sondern aus dem Reich des Bösen in Moskau zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl. Ja, schönen guten Morgen aus dem frühlingshaften, sonnigen Moskau. Ja, Frau Kneißl, vielleicht bevor wir jetzt mal alle wichtigen Themen diese Woche abarbeiten, die es schon wieder zu besprechen gibt. Sie sind drüben in Moskau. Wie ist die Lage vor Ort? Ja, ich bin vor 10 Tagen angekommen. Ich hatte eine sehr intensive Blog-Lehrveranstaltung, Kneißl 30-Stunden-Seminar mit einer Gruppe von sehr interessierten Studierenden an der Ohio School of Economics, also eine Wirtschaftsfakultät. Und es war wirklich jeden Tag, haben wir so 4-5 Stunden miteinander die Energiemärkte von Öl, Gas über Strom bis zu Atomenergie durchgeackert. Und es war für mich sehr erfreulich, wieder so intensiv mit jungen Kollegen zusammen zu sein und auch, wie unideologisch man über so ein doch heißes Thema wie Energie diskutieren kann. Egal, ob man jetzt eben auch die Green Deal-Fragen, Konsequenzen der Energiewende anspricht. Wenn ich das in einer Universität oder in einem, egal welchem öffentlichen Forum, im deutschsprachigen Raum mache, dann ist alles immer ein bisschen zwangshafter, ein bisschen ideologischer, ja, und viel polarisierter. Und es ist schön, dass man hier dann einfach sehr sachlich diskutieren kann, und das gibt dem Ganzen einfach mehr Substanz. Ja, das war jetzt schon wieder fließend diplomatisch, Frau Kneißl, also sehr wenig Ideologie bei Ihren Treffen drüben in Moskau. Wir wollen heute hier in unserer schon mittlerweile 11. Folge nochmal schauen, was die Woche schon wieder so los war. Ganz aktuell fangen wir mal gleich damit an, dass unsere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zum Staatsbesuch in China war. Sie führte in einem Interview mit den Tagesthemen aus, dass sie vor Ort auch das Verhalten Pekings bezüglich des Krieges in der Ukraine kritisierte. Sie sagte in den Tagesthemen: Wir erwarten von China als Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, dass es den russischen Angriffskrieg klar beurteilt und alles, was es kann, dafür tut, dass es auch in Europa endlich wieder Frieden gibt und dass man dann einem Angreifer erst recht keine Waffen liefert. Darüber wolle sie mit den Chinesen reden, genauso wie über die globalen Herausforderungen wie die Klimakrise. Sie sagte, die können wir nur gemeinsam angehen. Die Berliner Zeitung titelte dazu, dass Baerbock in China in der Rangordnung eher weiter unten zu finden war. Sie schrieben in ihrer Headline weiter, der Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in China stößt noch nicht auf das allergrößte Interesse im Reich der Mitte, und führten dann auf, dass in chinesischen Zeitungen der Besuch von Baerbock auf wenig bis gar kein Interesse gestoßen ist. Frau Kneißl, wie schätzen Sie diesen Besuch unserer Außenministerin im Reich der Mitte ein? Ja, soweit meine Lesart dieses Besuchs und soweit ich mir das erlauben darf zu beurteilen, ist Folgendes. Ich habe den Eindruck, dass Ihr Besuch hat sich regelrecht aufgedrängt. Also das war nicht jetzt, wie man normalerweise derartige Routinebesuche mit einer Vorlaufzeit von 2-3 Monaten plant, sondern es war doch sehr viel ad hoc gegeben und also inszeniert. Zum einen, als zeitgleich mit ihrer Ankunft noch eine wichtige Konferenz stattfand, die aus chinesischer Sicht viel, viel interessanter ist als der Besuch eines deutschen Kabinettsmitglieds, nämlich eine Afghanistan-Konferenz. Seit dem Sturz, sehr chaotischen Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan im Sommer 2021, ist
China zu einer der wesentlichen Ordnungsmächte auch in dieser Region, sagen wir mal, aufgestiegen. China hat zuvor schon wichtige Lizenzen für Bergbau, vor allem Kupfer, seltene Erden, Lithium erworben. Und China, wie auch die Russische Föderation und andere Nachbarstaaten der Afghanistan, haben einfach ein Interesse, dass Afghanistan nicht völlig außer Kontrolle gerät, aus verschiedensten Gründen. Sie brauchen Afghanistan als Partner, als Transitland für neue Korridore. Ist einfach eine Afghanistan-Konferenz aus der Sicht eines chinesischen Außenministers und anderer Offizieller viel wichtiger, viel relevanter als der Besuch der deutschen Außenministerin. Ja, und der Besuch stand auch im Lichte des Besuches von dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der über die Osterfeiertage auch vor Ort in China war und dort nach einem 6-stündigen Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping der Zeitung Politico ein Interview gab. Und dort forderte er, dass Europa seine Abhängigkeit von den USA reduzieren müsse und vermeiden muss, in eine Konfrontation zwischen China und den USA hineingezogen zu werden. Wörtlich sagte er dem Blatt, das große Risiko ist, in Krisen hineingezogen zu werden, die nicht unsere sind und uns davon abhalten, unsere eigene strategische Autonomie aufzubauen. Weiter führte er aus, die Frage, die die Europäer beantworten müssen, ist, ob es in unserem Interesse ist, die Krise in Taiwan zu befeuern. Nein, das Schlimmste wäre, wenn wir Europäer glauben, wir müssten uns von den USA die Stichworte in dieser Sache vorgeben lassen. Und weiter sagte er noch zum Abschluss, Europa riskiere, zu Vasallen zu werden, während wir der dritte Pol sein können, wenn wir ein paar Jahre Zeit haben, ihn aufzubauen. Also klare Worte von Macron, was die europäische Souveränität und Autonomie von den USA angeht. Dafür wurde er natürlich massiv kritisiert. Der deutsche Außenpolitiker Norbert Röttgen nannte es ein außenpolitisches Desaster für Europa. Wie haben Sie diese Aussagen, dieses doch klare Statement von Emmanuel Macron verfolgt, Frau Kneise? Ich habe es mit einem Schmunzeln verfolgt, weil man hat fast den Eindruck gehabt, dass Macron fasziniert war von der Gastfreundschaft, die ihm in China gewährt wurde. Präsident Xi Jinping hat sich intensiv um ihn gekümmert während seines Besuches. Und ein Staatsbesuch unterscheidet sich von einem Arbeitsbesuch ja auch dahingehend, dass man dann auch in die Provinz außerhalb der Hauptstadt fährt, dass man ein paar Nächte verbringt, dass man Kulturprogramm hat und nicht nur politische Gespräche. Und all das wurde Präsident Macron gewährt. Und man muss sich auch vorstellen, wenn man sich in seine Schuhe ganz kurz versetzt, er war weg vom demonstrationsgebeutelten Frankreich. Also er konnte sozusagen Außenpolitik 24 Stunden lang erleben und die schönen Seiten des Amts eines Präsidenten Frankreichs in so bewegten Zeiten. Und ich glaube, das alles hat ihm wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut getan. Und daher auch dieser vielleicht frische Blick, der aus französischer Sicht aber doch auch ein traditioneller Blick ist, nämlich in der Tradition von Charles de Gaulle, der gaullistischen Außenpolitik. Jeder französische Staatspräsident, vielleicht mit der Ausnahme von Sarkozy, der transatlantischer war, aber doch alle anderen, egal welcher Ideologie sie angehören, welcher politischen Partei, hat immer wieder auf diese französische Besonderheit der eigenständigen, der selbstbestimmten Außenpolitik gepocht, die sich in Richtung ehemalige Kolonien, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, erstreckt, wo Frankreich immer seine sagen wir mal, auch noch postkolonialen Prioritäten hat. Aber ein de Gaulle hat auch in den 60er Jahren klar darauf verwiesen, man solle nicht in einem transatlantischen Abhängigkeitsverhältnis aufgehen, man solle doch mit Deutschland und Russland zusammenarbeiten. Und damit hat Macron jetzt nichts Neues erfunden. Er hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder seine besonderen Beziehungen und seine besonderen Kontakte in Telefonaten betont. Nur wenn ich sage, ich habe es mit einem Schmunzeln wahrgenommen, ich nehme es ihm nicht ganz ab, weil
erinnern wir uns, es war derselbe Macron, der, glaube ich, im Dezember 2019 damals in einem Interview mit The Economist gesagt hat, die NATO ist hirntot. Sie befindet sich in einem Koma. Das wurde damals großartig diskutiert, aber letztendlich ist er dann doch mit allen NATO-Operationen 1:1 mitgegangen. Also ich glaube, da gab es dann keine Proteste oder keinen eigenständigen Kurs Frankreichs. Und auch seine diplomatischen Versuche, vermeintlichen Versuche in Kontakten mit seinem Amtskollegen Putin sind letztendlich darin gemündet, dass er diese Telefonate filmen ließ und für den Präsidentschaftswahlkampf für eine TV-Doku seiner ganz persönlichen Cloire verwendete. Und das, finde ich, war einfach höchst unkorrekt. Und ich glaube doch, dass das auch chinesischen Beobachtern nicht entgangen ist. Also ich sehe es fast ein bisschen perfide, weil wenn es von chinesischer Seite klug gespielt wird mit der Betonung auf Spielen und jetzt nicht einer wirklichen diplomatischen Vorbereitung, dann hat man jetzt mehr Klüfte in Europa, die offensichtlicher sind. Das hat sich auch gezeigt, dass es eine große Unstimmigkeit zwischen Kommissionspräsidentin von der Leyen und Staatspräsident Macron gab in diesem Tandembesuch, der zumindest für einen Tag ein Tandem war. Die anderen beiden Tage hatte dann Macron wieder seinen ganz französischen Staatsbesuch. Und damit war für alle Welt sichtbar, das ist nicht das eine Europa und Frankreich repräsentiert nicht Europa, wie es gern die französische Außenpolitik immer wieder darstellt, sondern da gibt es die französischen Interessen, die reichen auch dahin, dass man französisches Waffenmaterial verkauft, und da gibt es die eine Politik einer Kommission, die China belehren möchte, und das ist wiederum das Modell, das auch Deutschland umsetzt. Ja, und es ist ja zu sehen, dass dieses Modell, das deutsche Modell, in China scheinbar wesentlich schlechter ankommt als das französische Modell. Dem Besuch von Macron hat man nämlich wesentlich mehr Bedeutung zugemessen als jetzt dem von Außenministerin Annalena Baerbock, was sicherlich aber auch damit zu begründen ist, dass Baerbock in ihrer Zeit als Außenministerin jetzt nicht unbedingt sich bei ihren östlichen Partnern beliebt gemacht hat. Aber gut, vielleicht erstmal dazu genug gesagt, und von diesem strategischen Manöver vom Besuch von Macron in China lassen Sie uns einmal über ein tatsächliches Militärmanöver zu sprechen kommen. China hat nämlich als Antwort auf einen Besuch der taiwanesischen Präsidentin in der USA ein dreitägiges Militärmanöver vor Taiwan durchgeführt. Dabei sollen laut Angaben von dem taiwanesischen Verteidigungsministerium eine Rekordzahl von Militärflugzeugen der chinesischen Volksbefreiungsarmee entdeckt worden sein. In den 24 Stunden bis Dienstagmorgen seien 91 Flugzeuge und 12 Kriegsschiffe beobachtet worden. 54 Flugzeuge hätten die frühere Mittellinie in der Meerenge der Taiwanstraße überquert und seien in die taiwanesische Luftüberwachungszone eingedrungen. Taiwans Streitkräfte hätten die Lage beobachtet und als Reaktion darauf Flugzeuge, Marineschiffe sowie landgestützte Raketensysteme mobilisiert. Als Reaktion auf die Übungen der chinesischen Marine haben die USA und die Philippinen eine groß angelegte Militärübung begonnen. Mehr als 17.000 Soldaten, davon rund 12.000 aus der US-amerikanischen und 5.000 aus der philippinischen Armee, sollen daran teilnehmen. Frau Kneißl, wie haben Sie denn dort diese militärische Eskalation beobachtet? Bereitet Ihnen das Sorgen oder ist das schon so mittlerweile schon fast Business as usual? Wie würden Sie das einschätzen? Nein, Ich würde sagen, wir sind da doch in einer neuen Qualität der Spannung angelangt. Diese Manöver haben alle mit echter Munition stattgefunden. Und ich habe bei meiner Lektüre der neuen Taiwan-Strategie, die aus dem Vorjahr stammt und die
vor dem Hintergrund der Ereignisse letzten Sommers, Besuch von der US-Politikerin Pelosi in Taiwan, geschrieben wurde. Da wurde doch betont, dass also zuwarten vielleicht nicht die richtige Taktik sei, dass man sich mehr engagieren werde, dass die Wiedervereinigung ein ganz erklärtes Ziel ist. Also unter Präsident Xi Jinping, aber auch vor dem Hintergrund der weltpolitischen Entwicklungen, hat die Taiwan-Frage eine neue Priorität gewonnen. Und da tüfteln eben die Beobachter, und wie will China das anstellen? Will China jetzt wirklich Taiwan militärisch angreifen, oder läuft es auf eine Seeblockade hinaus, läuft es auf eine Art Aushungern aus, so wie es China mit Peking oder die chinesische Volksarmee während des Bürgerkrieges, Befreiungskrieges, wie es in China auch heißt, der 40er Jahre, großer Marsch von Mao. Man hat damals Peking auch in gewisser Weise mit einer Blockade ausgehungert. Ja, also Peking als Hauptstadt unterwarf sich dann eben den Mao-Truppen. Und dieser große Marsch war der Abschluss der Wiedervereinigung, das zuvor sowohl von Kolonialmächten als auch von den japanischen Besatzung, Mandschurei und all dem, was vor und während des Zweiten Weltkrieges passierte und das China zerriss und das, glaube ich, in der chinesischen Selbstwahrnehmung einfach eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt, ist territoriale Integrität. Dazu gehört Tibet, das ist ganz klar aus chinesischer Sicht, das ist für China keine Menschenrechtsthematik, wie das gerne von westlicher Seite beurteilt wird. Das ist eine Territorialfrage, und dazu gehört auch Taiwan. Und vor dem Hintergrund der militärischen Situation in der Ukraine hat das alles jetzt nochmals eine neue Qualität gewonnen. Es haben die USA eben auch Flugzeugträger entsandt zur Wiederherstellung der Freiheit der internationalen Durchfahrt, Seefreiheit. Also da spitzte sich einfach zu. Die USA haben sehr, sehr viel Geld mobilisiert im Kongress für militärische und wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine, genauso wie das die EU gemacht hat. Und da fragen sich dann wiederum manche, und wie viel bleibt jetzt noch übrig für die Armee Taiwans, die jetzt eine Zeit lang ein Mauerblümchen-Dasein fristete aus amerikanischer Sicht. Schwer zu sagen, was als nächstes passiert, aber es gibt einen alten Spruch, der in der Sowjetunion immer gang und gäbe war. Das waren das sogenannte letzte Warnung Chinas. Ja, also die russisch, glaube ich, Warnung entfällt mir jetzt. Das stammt aus den 50er Jahren, als damals China immer wieder sagte, und wenn jetzt nicht das passiert, dann werden wir Taiwan dieses und jenes angreifen. Das hat in der Sowjetunion, wurde das mit Ironie, mit Sarkasmus wahrgenommen, so nach der Devise, die Chinesen kündigen viel an, aber tun dann recht wenig. Also das war so die alte Sowjetsicht auf diesen Krisenherd. Ob wir jetzt in einer neuen Phase sind, dass es sich also um Warnung mit Konsequenzen handelt, ich würde fast auf Letzteres tippen. Ja, und das betonen ja auch die westlichen Politiker immer, nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs und der damit ausgerufenen Zeitenwende, die nächste ja schon fast Zeitenwende ähnliche Eskalation, die uns da bevorstünde, wenn tatsächlich China Taiwan militärisch angreifen würde. Das würde wahrscheinlich letztendlich auch zu einem finalen Bruch der Beziehungen zwischen dem Westen und China führen. Glauben Sie, dass China, diese doch eher kleine Insel, so wichtig ist, dass sie einen kompletten Bruch mit den westlichen Beziehungen eingehen würden? Halten Sie das tatsächlich für realistisch? Weil letztendlich muss die chinesische Führung ja abwägen zwischen ihren eigenen Regionalinteressen in Taiwan und den wirklich wichtigen wirtschaftlichen Beziehungen und diplomatischen Beziehungen zum Westen. Also glauben Sie, dass Sie sich tatsächlich eher für die regionalen Beziehungen entscheiden könnten, dass das so eine hohe Priorität hat? Oder wird man eher sagen, die Beziehungen zum Westen, die wollen wir nicht kappen?
da haben wir große Angst vor, weil wir sehen ja am Beispiel Russlands und so weiter und so fort. Also ich tappe jetzt in ein Revier vor, das nicht ganz meines ist, aber ich versuche es mal mit etwas vorsichtigem Hineintasten. China, wie wir wissen, nennt sich selbst auch in der chinesischen Hochsprache Reich der Mitte und hat jahrhundertelang eine Politik der selbst auferlegten Isolation, Abgeschiedenheit geübt. Das, wenn man alte diplomatische Korrespondenzen des 18. und 19. Jahrhunderts nachliest, da ist dann oftmals, wenn Gesandte nach Peking kamen, um dieses oder jenes zu fordern, dann hat der chinesische Kaiserhof das eher abgetan, wirtschaftlich bezwungen, wozu brauchen wir das? Wir haben das ohnehin alles. Ja, also es war sozusagen immer diese gewisse Autarkie, die von China auch gepflegt wurde. Und aus chinesischer Sicht gehen in diesen Monaten, in dieser Epoche, anormale Epochen zu Ende. Das ist nämlich nach 250 Jahren Kolonialisierung, westlicher Hegemonie, nun doch wieder der Osten am aufsteigenden Ast ist. Und China hat, glaube ich, einen nicht mehr diesen Blick der Bewunderung und Wertschätzung auf westliche Technologie, westlichen Lebensstil. Ich habe das 2008, als ich unterrichtete, mal zwei Monate in Peking noch so wahrgenommen. Als ich dann 2018 wieder in Peking war doch schon zu spüren, dass ein viel größeres Selbstbewusstsein, manche nennen das auch den neuen Nationalismus und einen antiwestlichen Kurs, der nicht unbedingt mit Xi Jinping als Präsidenten zusammenhängt, sondern er betreibt das auch. Aber ich glaube, das ist an sich eine grundsätzlich weiter verbreitete Haltung, die man in Publikationen wahrnimmt, die man in Debatten aus Aussagen auch der wesentlichen Offiziellen spüren kann. China ist da sehr selbstbewusst und ich glaube, dort wird man sehr klar wissen, was ist nun wichtiger. Und es ist letztendlich die deutsche Automobilindustrie, die einen Absatzmarkt in China verliert und nicht China, das einen Absatzmarkt mit Europa verliert. Also in China hat man seit 2009 einen Kurswechsel durchgeführt, was den Ankauf von US-Staatsanleihen anbelangt. Man beobachtet jetzt sehr genau den europäischen Bankensektor. Man war nicht erbaut über die britische Entscheidung für Brexit, weil man doch diesen breiten Markt auch zu schätzen wusste. Aber andererseits, glaube ich, ist aus chinesischer Sicht schon noch klar, dass Europa immer mehr zu einem Museum wird. Und dieses Museum wird man vielleicht mehr touristisch besuchen, denn als Investor. Ja, das heißt, wir sehen ja auch, dass die Prioritäten jetzt beim Besuch von Baerbock, Sie hatten das jetzt ja auch nochmal ausgeführt, eher auf dem Treffen in Afghanistan oder die Afghanistan-Konferenz liegen und weniger der Fokus darauf ist, dass die deutsche Außenministerin zugegen ist, was ja auch nur ein weiteres Zeichen dafür ist. Wir erinnern uns ja auch an die engen Beziehungen zu den BRICS-Staaten, die aktuelle Friedensvermittlung zwischen Saudi-Arabien und Iran. Also wenn man das geopolitisch verfolgt hat, jetzt spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges, sieht man eben, dass das eine stringente, schon fast rote Linie der chinesischen Außenpolitik ist, dass man sich eher seinen östlichen Partnern öffnet und weniger den westlichen. Aber das bleibt weiterhin spannend, Frau Kneißl, auch in den nächsten Podcast-Folgen wird sicherlich China, Taiwan und alles, was da drüben passiert, uns weiterhin beschäftigen. Aber jetzt lassen Sie uns nochmal einen Blick rüber in die Ukraine oder besser gesagt nach Washington werfen. Dort sind nämlich interne geheime Dokumente geleakt worden, die Details zur groß angekündigten ukrainischen Frühjahrsoffensive offenbaren. Zudem darüber hinaus gaben die Papiere Aufschluss darüber, wie die US-Geheimdienste ihre Information sammeln und auf welche Quellen sie sich dabei stützen. US-Geheimdienstler sprechen daher von
einem Albtraum, was den Leak und dessen Brisanz angeht. Frau Kneißl, wie haben Sie denn diesen Leak verfolgt? Also ich habe ihn über die sozialen Netzwerke verfolgt und habe mir zu Beginn gedacht, das ist auf gut österreichisch gesagt ein Schmäh. Ja? Also das ist sozusagen ein Aprilscherz in gewisser Weise. Aber als dann die New York Times und Washington Post jetzt nicht unbedingt die Richtschnur für aktenbasierte Berichterstattung sind, wie wir wissen. Aber dennoch, es kam dann sozusagen aus den sozialen Netzwerken in die Redaktionen hinein und da müssen ein paar Redakteure einfach darüber nachgedacht haben, was ist das jetzt? Ja? Und da sah man dann plötzlich, aha, es gibt Bedenken von US-Strategen, was die Frühjahrsoffensive, was die Kampfbereitfähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte anbelangt. Es wurden neue Zahlen bekannt über Verlustschätzungen der aller Betroffenen, Militärs wie Zivilisten, die sind hoch, aber sie sind dann wiederum nicht so hoch, wie es ursprünglich hieß, was die russischen Verluste anbelangt. Also man rätselte dann und von dem Zeitpunkt an, auch als dann Kiew sagte, das sei alles Fake, die New York Times aber darüber berichtete, habe ich dem Ganzen mehr Stellenwert beigemessen und es gibt Stimmen, die meinen, das alles sei überhaupt nur eine Inszenierung, um vielleicht eine gesichtswahrende Exit-Strategie für die USA aus diesem ganzen Dilemma herauszuholen. Das heißt, dass das alles jetzt nur Bauernopfer wären, dieser 21-Jährige, der Zugang zu Dokumenten aller Art hat und diese dann auf Gameforen verteilen kann. Also es wirft viele Fragezeichen auf und vielleicht ist unsere Zeit so verrückt und vielleicht gibt es überhaupt kein professionelles Handhaben mehr von sogenannten Verschlussakten. Mag auch sein, das würde ich nicht ausschließen. Ich weiß nicht, was ich abgewinnen soll, der Hypothese, dass das alles jetzt eine Inszenierung wäre. Ich würde mal sagen, es zeigt sich Folgendes, dass die USA über sehr, sehr viele technische Mittel verfügen, ihre Partner abzuhören, das wissen wir sowieso, über viel Software auch jetzt jenseits vom Schlachtfeld auf eine andere Weise eine Kriegsführung zu machen, mediale Kriegsführung. Aber das, was dann doch wiederum ausbricht, ist, und wer zieht jetzt die analytische Schlussfolgerung? Wer hat die Synthese? Wer kann jetzt sagen, und so machen wir weiter, in diese Richtung soll es weitergehen? Ich glaube, man steht vor dem Ganzen wie, das ist eine riesige Verwirrung, das ist eine riesige Konfusion in den USA. Und ja, das ist mein Leben. Genau, John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates aus dem Weißen Haus, sah sich jetzt gezwungen, einer der brisantesten Enthüllungen aus dem Pentagon-Leaks zu kommentieren. Er wurde nämlich jetzt an diesem Mittwoch gefragt zu Teilen des Leaks, in dem behauptet wird, dass Washington und einige seiner NATO-Verbündeten Spezialeinheiten in der Ukraine stationiert haben. Und dabei räumte Kirby tatsächlich ein, dass es eine kleine, wie er sagte, eine kleine US-Militärpräsenz gebe. Er behauptete aber, dass diese nur in der US-amerikanischen Botschaft in Kiew operiere. Er sagte wörtlich, es gibt eine kleine US-Militärpräsenz in der Botschaft in Verbindung mit dem Büro des Verteidigungsattachés, um uns bei der Kontrolle des Materials zu helfen, das in die und aus der Ukraine fließt. So hat er das wörtlich gesagt. Er betonte, die US-Truppen kämpfen nicht auf dem Schlachtfeld. Die britische Zeitung The Guardian berichtete jetzt diesen Dienstag davon, dass bereits seit dem 1. März fast 100 Soldaten von NATO-Spezialeinheiten vor Ort sind, darunter 50 aus dem Vereinigten Königreich. Und die USA haben laut dem Guardian über 14 und Frankreich stellen über 15 Sondereinsatzkräfte.
Ja, das ist doch doch brisant, oder? Frau Kneißl, wie sehen Sie da dieses Statement von John Kirby? Ja, das ist eigentlich ein Herumeiern um wichtige Fakten, weil es ist an sich nicht die Aufgabe eines Verteidigungsattachés, eines Militärattachés, einer Botschaft, ganze militärische Einheiten mitzuverwalten. Und wir wissen eigentlich, dass seit Beginn dieses neuen Kapitels des militärischen Konflikts in der Ukraine, dieses Krieges, die Identifizierung von militärischen Zielen auf russischer Seite durch NATO-Einheiten erfolgte. Egal, wo die jetzt sitzen, ja, ob sie jetzt an der US-Botschaft in Kiew sitzen oder ob sie in einem NATO-Stützpunkt in Westeuropa sind, aber sie unterstützen aktiv bei der Identifizierung von russischen Zielen. Das war wohl auch bereits der Fall beim Versenken dieses Schwarzmeerkreuzers Moskwa vor einem Jahr. Und das ist das Brisante. Also es ist eigentlich nur eine weitere Illustration und eine Offenlegung von Beweismaterial, wenn man so will, dieses Kirby-Statement, dass die USA sehr wohl involviert sind in diesen Stellvertreterkrieg. Und da ist es dann meines Erachtens schon fast hinfällig, ob das jetzt 100 Truppen sind oder 250 Truppen. Sie sind dabei. Ja, Frau Kneißl, an dieser Stelle haben wir auch schon, ich denke, die wichtigsten Themen für diese Woche auch schon wieder abgearbeitet. Natürlich könnte man sich jetzt noch stundenlang über all das weiterhin unterhalten, was da draußen so passiert. Ja, da wir aber schon wieder zeitlich etwas vorgeschritten sind, möchte ich mich wie immer ganz herzlich bei Ihnen bedanken und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen, angenehmen Aufenthalt drüben im Reich des Bösen, im Land des blutrünstigen Diktators Wladimir. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche allen auch einen guten Sonntag und mögen wieder Zeiten kommen, dass man sich wechselseitig besuchen kann und sich selbst entwickeln kann. Ja, dem kann ich nur zustimmen, Frau Kneißl. Und auch an euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr heute hier wieder mit dabei wart zu unserer 11. Podcast-Folge. Und nächsten Sonntag gibt es dann, wie gewohnt, unsere 12. Folge. Ja, vielen Dank und macht euch einen schönen Sonntag. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.